So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, beziehungsweise meiner vorletzten, weil den Bus haben wir eben geschafft, nämlich sei mehrere Sekunden lang in der Luft, nachdem du von einer Schockgranate getroffen wurdest. Damit sind natürlich die ganz normalen Impulsgranaten gemeint. Ich habe erstmal hier ein bisschen rumgeheilt, ihr seht's, ich habe die Siegeskrone und hast du nicht gesehen, weil hier war ein bisschen viel los. Ich zeige dir aber jetzt mal gerade, wie ich mir das Ganze hier so vorstelle. Ach komm, machen wir es ganz kompliziert. Wir gehen nämlich ganz hoch aufs Gebäude. Ja, er hat natürlich den Panzer wieder, der ging mir eben schon auf den Keks. Deshalb war ich nämlich auch schon wieder außerhalb der Stadt. Aber ich habe dann die Impulsgranaten gesehen und habe mir gedacht, nein, die willst du haben. So, ich gehe jetzt hier extra ganz hoch aufs Gebäude. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier weggesniped werde oder sonst irgendein Blödsinn. So, wir nehmen die Impulsgranate und dann würde ich sagen, Abfahrt! Wird ja wohl hoffentlich reichen. Und muss man drei Sprünge machen? Man muss echt drei Sprünge machen. Das ist doch ein Scherz. Also, dann reicht hier auch der normale. Und wir brauchen einfach nur noch eine Impulsgranate. Eieiei. Ich dachte nämlich, 3 Sekunden muss man in der Luft bleiben. Aber dann dauert es halt ein bisschen länger. Also in Anführungszeichen. Benutzt die Impulsgranate ganz normal und so werdet ihr die Aufgabe dann auch easy schaffen. Ich dachte eigentlich 3 Sekunden, deshalb habe ich gedacht, nee, geh nochmal zurück, damit du schön an Höhe gewinnst. Aber ihr habt es gesehen, ihr müsst es einfach nur ganz normal benutzen. Ich denke mal, wenn überhaupt einer die Aufgabe sucht, schreibt mal gerade in die Kommentare bitte, wenn ihr hier seid, um die rauszufinden, wie die Aufgabe funktioniert. Würde mich einfach mal interessieren. Ich gehe jetzt noch ein bisschen rumsuchen, gucke, ob hier noch irgendwo eine rumliegt und mache dann die Aufgabe fertig. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.